Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Baroth erledigt und jetzt tragen wir schöne, glänzende und etwas bescheuert aussehende Kuropeko-Klamotten zusammen mit einer Gewehrlanze im Kuropeko-Stil. Schön, oder? Ich muss erst mal gucken, wie das Teil funktioniert. Anscheinend kann man damit, ja, okay, Gewehrlanze schießen. Und dafür muss man Munition mitnehmen. Und was habe ich für Effekte? Fähigkeit, die Effekte bestimmter Objekte auf Freunde im selben Bereich zu übertragen. Maestro, Fähigkeit, die im wahrscheinlich Hornobjekten, okay. Okay. Windsicher. Alles klar, Essen. Sehr schön, okay. Mit dem Horn wäre halt wahrscheinlich besser, wenn ich das hier tragen würde, aber was soll's. Was willst du denn? Akahoga, er lebt für eine neue Maske, wirbelt den Chachas Kopf wie Tsunami-Lacker. Wunderschöne Maske macht nicht großen Chaka-Appetit, Jägermagen knurrt, knurrt. Chacha lässt Pläne bei Chakin von Dorfchef Junior. Pläne gesehen, muss das Chaka gucken. Akahoga, bla bla bla. Oh Gott. Danke fürs Kommen, der kleine Lümmel Chakobako, oder wie er heißt, hat mir Pläne für eine neue Maske gegeben. Warum sagt er mir das eigentlich, wenn ich das hier sowieso gesagt bekomme? Ich kann sie anfertigen, wenn du mir das Material bringst. Fang doch gleich damit an. Schau dir die Dörfler bitten an. Ja, könnte ich sogar schon herstellen. Mach das. Doppel. Warte, ich muss meinen Doppelgrillspieß dafür opfern. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ne, 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 ne. Wir haben übrigens letztes Mal auch die Insektenbox, glaube ich, verbessert. Gucken wir mal hier nach. Kann man hier Tischlerkäfer und Killerkäfer züchten? Weil die brauche ich irgendwie andauernd. Hey du, sieh dir das an. Ersetze unsere Verlinz ist wieder da. Oh, okay, jetzt kann auf der Farm wieder voll gearbeitet werden. Die Verlinz scheint sich zu freuen, dass sie wieder gejagt und gehandelt wird. Hoffentlich erschreckt sie nichts mehr. Bring uns ein Kraut oder einen Samen zum Ammon und die Verlinz kümmern sich darum, wenn du unterwegs bist. Jetzt gehe ich Verlinz begrüßen, die eben zurückgekommen ist. Schüttel die Pfote, die sich um deine Ernte kümmert. Da die Farm jetzt voll besetzt und ganz funktionsfähig ist, kann ich mich wohl endlich etwas entspannen. Puh. Okay, Chewy, okay. Ich kann immer noch keine Tischlerkäfer züchten. Na, das mache ich wieder offscreen. Damit möchte ich euch jetzt nicht hier auf Nerven gehen. Ehrlich gesagt würde ich lieber Fleisch fressen als Gemüse. Aber ich habe zwei linke Pfoten. Ich kann mir auch nicht mal einen Fisch fangen. Darum arbeite ich auf der Farm. Mir entkommt kein Gemüse mehr. Schlimmst wusstest du nicht, dass Felins empfindlich auf Erdbeben reagieren. Das kommt von unserem weichen Sohlen, miau. Darum habe ich mich erschreckt und bin weggelaufen. Schwamm drüber, ja, Mounts. Jedenfalls arbeite ich gut, ziemlich gut jedenfalls. Ich komme zurecht, miau. Schon Pause? Okay, Annikrechen, sag mal, möchtest du einen neuen Garten geben? Nein, tschüss. Will alles ausgemüht. Ich will, dass der Händler hier hinkommt. Ich will meine Sachen endlich mal eintauschen. So, willkommen daheim. Gute Arbeit, den Baroth zu besiegen. Ich habe ein weiteres Empfehlungsschreiben für dich und deinen Kontaktpersonen mich geschickt. Warten wir auf Antwort. Wenn alles gut geht, darfst du bald in eine neue Gegend jagen. Ist das nicht aufregend? Geh und pack deine Sachen. Wir müssen etwas Entspannung. Bade in heißen Quellen. Lass dich nach Moggart massieren. Haha, na klar. Du hast schon den nächsten Auftrag. Jetzt kommt ein Gobul. Diese Viecher sind große Leviathan, die im Flutwald leben. Dazu brauchte ich jetzt nicht mal ein Buch. Warum ich meine Notizen nicht benutze? Ich habe es beim Schreiben etwas übertrieben. Die Zeilen sind so klein geraten, dass ich nicht mehr lesen kann. Blöd, oder? Also weißt du, wie viele Informationen ich dir heute geben kann? Null Komma keine. Wie gefällt dir diese umgehend entscheidende Antwort? Ich sollte ins Management gehen. Okay. Dringende Quest, okay. Hier nichts Neues, okay. Dann Unfalluntersuchung. Er jagt einen Gobul. Oh Gott. Das ist ein Unterwasserkampf. Und ja, schwer zu sagen, was passiert ist. Ah, der wird nervig, der Kampf. Den erinnere ich mich auch noch sehr gut. Der ist richtig dämlich. So, Feuerwehr, Wasserträger. Stärkt Wasserabwehr. Das könnte eigentlich nicht so schlecht sein. Ich hätte den. Ich bin mal wieder so ein Genie. Ich hätte schön die letzten Klamotten, mir die Ludrov-Klamotten anziehen können in dem Kampf. Weil ein Unterwasserkampf ist. Ja, ich lasse Dings wieder da. So, wir haben Munition, wir haben Farbbälle, alles. Wir können uns aufmachen, gegen das Viech zu kämpfen. Aber wie geht's danach mal endlich wieder die Flotte da?
Ich möchte mal hier onscreen meine Sachen eintauschen. Ich mache da nicht offscreen. Ich will wissen, ich will, dass ihr wisst, was ich hier alles mache. Ich kriege ja noch mehr Schüsse. Geil, danke. Okay, nehmen wir das auch und das auch. Hallo, wenn ich jetzt was bekomme. So. Und das läuft jetzt so. Ich kann das Ding nachladen mit R und A. Und dann kann ich mit A schießen. Gut, war. Da werde ich auch wahrscheinlich sehr oft machen gegen das Viech. Ja, das Viech ist nur unter Wasser, oder? Da wird ja mal ein Spaß, vor allem mit den Klamotten. So viele Federn und so, das ist irgendwie nicht so für unter Wasser geeignet, habe ich so das Gefühl. Nee, warte mal, da ist Wasser. Könnte da sein. Vor allem bei dem Viech ist es ganz schön schwer, wenn der nicht mit dem Farbball beworfen wurde. Weil er kann sich verstecken. Wer soll Spoiler ich das eigentlich alles? Also was heißt jetzt Spoiler? Man kann sich das ja alles angucken. Gucken wir mal nach. Gobul, 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 da. Monster mit Tarnfähigkeit und starken Nervengift. Als schlechte Schwimmer verstecken sich Gobul und locken ihre Beute an, indem sie mit Barteln Pflanzen imitieren. Sie verschlingen ganze Epiopf und lieben Frösche. Geil. Aber jetzt kommt ja immer so eine Cutscene. Wenn ich das gleiche Gebiet betrete, also kann er hier nicht sein. Dann muss er da sein. So viele Wassergebiete, also nur Unterwassergebiete gibt es sowieso nicht. Wer so hin und her baumeln kann. Ah, schön. Da muss er erst viel dran glauben. Aber ich mag das Viech nicht. Komm mal her. Bams. Ob das gut geht mit einer Gewehrlanze? Ich benutze sie ehrlich gesagt zum ersten Mal. Oh Gott. Und da glaube ich genau gleich wie die normale Lanze, so mit den X-Angriffen. Treffe ich den überhaupt von da aus? Wieso tut er denn jeden Schuss jetzt hier nachladen? Wohl doch lieber in den Nahkampf, oder? Das Ding kann man kaputt machen, aber das ist natürlich wieder leichter gesagt als getan, vor allem mit einer Lanze. Der schon am Boden direkt? Der wäre doch gut. Da ist oder nicht? Ah, meine Augen! Ah, meine Augen, auf damit! Ich bin doch nicht mit dem Farbball war abgeworfen. Wo ist das? Ah! Ich verarsche, ich hab doch gesehen, dass du reingegangen bist. Mal kurz nachladen. Mein Gott, der wird sehr unangenehm zu bekämpfen, habe ich das Gefühl. Ich treffe ihn nicht, vor allem. Stich, Stich. Sieht ja irgendwie nicht so aus, als würde ich damit richtig stechen, weil er irgendwie keine Spitze hat. Aber naja. Oh, gut ausgewichen, ne? Ah, ich hab den Baum getroffen.
dem Bommel, meine ich. Er scheint aber auch nicht so viel Bock zu haben, anzugreifen. So. Ah! Mann, hör auf damit! Kann ich mir nicht eine Sonnenbrille oder so herstellen, um das zu verhindern? Ich habe gar keinen Plan, was hier gerade abgeht. Ich habe gar keine Übersicht gerade. Oh, den Angriff, okay. Ich dachte, er macht sich wieder zu so einem Stachel, aber ich habe noch fast gar keinen Schaden bekommen, merke ich gerade. Doch, jetzt kriegt Schaden. Lass mich mal ganz kurz hier chillen. Daneben. Verdammt. Echt nicht gesehen, dass du da drin gewesen bist. Ist irgendwie nicht so der Sinn vom Tarn. Oh, verdammt. Oh, wer geht jetzt alle auf mich los? Hey, der flüchtet. Na, 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 na. Warte mal, meine Lanze schärfen und die Kugeln da drin. Was? Maximale Schärfe erreicht. Continue with the killing. Da kann das Viech auch an Land. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, das kämpft nur unter Wasser. Ja, und jetzt wird es wieder schwierig. Da ist das Viech, ne? Da kommt Blasen. Oder war der echt okay? Bin ich auf den Arm nehmen? Damit. Wie kann man nur mit einer Lanze kämpfen? Das ist so ungemütlich, finde ich. Jedenfalls in dem Spiel. Ah, sehr schön. Sehr schön. Kann bestimmt einen Schwanz und so abhacken. Mit einer Lanze ist das ein bisschen schwierig. Kann ich mir vorstellen. Stich, Stich, Stich. Stich, Stich. Ah. Oh, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ausnahmsweise mal. So. Weiter rein da. Oh Gott. Lass mich doch nicht folgen, Mann. Njum. Njum. Kann ich auch blenden hier. Ma. Ich glaube, von denen kriege ich aber nichts abgetrennt. Ist nämlich verdammt schwierig. Nein, 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 nein. Ich guck nicht hin. Ah! Er hat in Kombination einsetzt, so. Mit meinen wenigen KP. Das ist echt ungemütlich. Wie zum Beispiel jetzt. Ich muss mal einen Megatank einsetzen. So, oh Gott. Ich drücke auch noch einen falschen Knopf. Ich drücke L und B. Voll ungezielt damit nur kämpfen. So. Ich dachte, er ist jetzt einen Bommel da verschluckt. Treffe ich dich überhaupt? Ich habe irgendwie gesagt, er zieht verdammt wenig ab. Aber egal. Den haben wir schon. Wird schon irgendwie klappen. Nie wieder eine Gewehrlanze. Ich habe das Gefühl, ich bleibe immer mein Klingen. Ohohoho. Da hat er mir eine Falle gestellt.
Man kann mitten im Angriff auch schießen. Gut. Ich denke jetzt mal, denn da hinten geht mit einer Lanze. Oh. Den kann man auch voll viele Sachen eigentlich abtrennen, zum Beispiel die Barthaare, den Bommel auf jeden Fall, den Schwanz glaube ich auch. Aber ich komme zu gar nichts. Boah, wie oft bin ich betäubt von denen? Mitten ins Gesicht. Aha. Na komm schon. So neben dem so stark wie der Barov, komm schon. Glaube ich nicht. Ist halt nur schwieriger wegen den Unterwasser hier, ne? Komm, ich tu einen Bommel abschießen. Einfach wenn man auf der A hintereinander drückt, dann tut er direkt nachladen. Das finde ich voll doof. So, direkt wieder heilen. Was? Kommt der hier entlang, Mann? Ich mache ja nicht einen auf Flut auf und Roll wie ein Blöder. Boah. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich heilen. Das war knapp. Mann, das war viel zu knapp. Was bist du denn für ein dicker Fisch, Mann? Ja, ich muss aber... Geht er an Land? Der geht an Land, jawohl. Jetzt kriege ich ihn. Jetzt schnapp ich ihn mir. Jetzt geht er dran. Jetzt hau ich den kaputt. Komm her! Verdammt! Warte, jetzt ist er dran. Hier kann er sich nicht verstecken. Warte, ich tue mich jetzt hier schön vorbereiten. Mein Viecher geht weg. Was habe ich euch denn getan? Sieht aus wie ein Vogel. Ihr solltet gar nicht auf mich losgehen. Oh, super. Also, so ein eigenes Wassergebiet zum anderen gewechselt. Wo ist er? Da ist er. Sie hat doch schon. Treffe ich den? Der ist da auf jeden Fall. Ja, doof, ja. Bringt da gar nichts hier. Schieß. Ich mach deine Runde kaputt, na? Dann dürftest du mich ja auch nicht blenden können, ne? Logische Schlussfolgerung. Ach man. Ha, daneben. Ja, ich glaube, da bin ich eine meiner Lieblingswaffen. Meine normale Lanze noch besser. Mit dem Angriff kann ich voll gut ausweichen. Komm her. Oh Gott. Lass mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Komm her. Frag doch mal. Komm mal nachladen. Ich war wüsste, wo meine Kugeln immer landen. Was soll Gefühl treffen die?
Ja, werden schon treffen, oder? So, schnell heilen. So, das Gefühl, ich werde öfter betäubt, wenn ich niedrige KP habe. Wenn ich nicht so toll finde. So, haut er wieder ab. Ich glaube, dauert wieder ab. Ja, okay. Dann renne ich dir hinterher. Ich habe keine Markierung leider, aber verdammt. Was haben wir noch hier? Brauche ich alles nicht. Ein Wettstein, Wettsmama. Ja, wenn die Gegner immer so ungefähr 20 Minuten dauern, okay, nicht 20 Minuten, ich tue ja meistens immer die ersten 5, 6 Minuten hier vorbereiten und erzählen. Oh Gott. Nein. Ah, meine Augen! Ah. Ich bin auch weggeworfen. So, jetzt kämpfen wir auf dem Land. Jetzt sind wir hier in meinem Gebiet. Da bin ich voll der Meister. Kann ich verarschen? Geh weg. Mal kurz in seinen Dingen nicht mal raus. Habe ich das abgetrennt? Nee. Mitten in die Fresse. Ah! Mein Gott, ey. Der Lanze sich irgendwie so aus, als würde ich keine Ahnung haben, wie man damit kämpft. Der geht schon wieder zurück. Willst du mich auf den Arm nehmen? Sieht irgendwie so aus, als hätte ich keine Ahnung, wie man mit einer Lanze kämpft, was ja auch stimmt. So. Also. Bams. Auf einmal direkt danach zu laden. Komm schon, Freck. Ich block einfach. Na. Sagst du dazu? Boah, das ist ein echt trauriger Kampf, habe ich so das Gefühl. Nichts abtrennen, ne? Ich glaube, jetzt habe ich irgendwann abgetrennt, oder? Von in seinen Dingen, ja, ja, okay, ist klar, das hat sich auch versteckt. Er hat irgendwie, weiß ich nicht, sich halt irgendwie nicht lohnen, sich zu verstecken. Ja, du wechselst jetzt schon wieder das Gebiet. Ich glaube, der ist gleich alle. Ja, der tut schon sehr, sehr schwach schwimmen. Was? Also. Was? Wo ist er? Ich habe verloren. Also Teufel, wo ist er? Nein. Oh. Mein Gott, der hat jetzt voll ausgenutzt, dass ich seinen Farbball nicht mehr ab. Oh Mann, echt. Ja, super, ich habe ihn jetzt ganz verloren. Okay, der kann aber nicht weit kommen. Der ist bestimmt nicht mehr in dem Gebiet. Der kann ja nur in so 2, 3 Gebieten sein. Mann, ich habe verloren. Leck mich. Ich dachte, der Kampf wird nur ein bisschen kürzer. Da kommen Blasen aus dem Boden. Warte, ich hab dich. Ich krieg dich. Was? Muss noch so eine Pflanze ausschalten. Oder? Im Anfangsgebiet. Ah, das ist das ein Dreck. So, hier. Nein. Verdammt! Das ist ein Dreck! Wo ist er? Warte, bis ich den krieg, ne? Gibt's doch nicht. Ist er einfach abgehauen. Haha, jetzt hat er mich. Oh Mann. Dreck. Gottverdammt.
Na, warte. Kannst doch nicht vor einem Jäger abhauen, Mann. Dich zu finden wird dein Untergang sein. So, wie der ist hier. Da ist er. Jetzt darf ich mich wieder mit allen anderen kloppen hier. Und sagen. Komm her! Mann, verpisst euch! Geht aus dem Weg, Mann! Seht ihr nicht dieses riesige Viech mit dem riesen Maul? Ein Güter, was die mal für Prioritäten haben. Aha. Warte. Soll vielleicht einen Farbball auf dich machen? Nein, 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 nein! Ah, meine Augen! Oh. Ja, ist gut. Warte. Was ist das? Ich bin getroffen, ja. So, Runde 2 dann, anscheinend. Ist das ein vollkommen anderer wahrscheinlich? Das wäre es jetzt irgendwie. Diese Angriff zu sperren. Komm schon, komm schon. Ah. Bams. Wäre geil, wenn ich mit so einen Schuss erledigen würde, ne? Ist der ich? Nein, gegen die tut er sogar nichts abziehen. Weil ich kann mich nicht auf zwei Gegner hier konzentrieren mit einer Lanze. Geht mal weg. I don't know what's going on. Der hat sich bestimmt voll hochgehalten, ne? Boah, geile Kameraperspektive, ne? Da waren ein paar gute Angriffe hier. Nein, 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 nein. Ah, meine Augen. Oh Gott. Ich verrecke noch. Ich sehe ja schon kommen. Ich will ungern einmal frecken. Dann bekomme ich weniger Geld und so. Ich muss schon auf meine Megatränke jetzt zurückgreifen. Leck mich. Stich, stich. Ah. Wieder voll viel KP abgezogen bekommen. Toll. So gern wissen, ob ich ihn damit treffe. Komm schon, komm schon. Frag doch mal langsam. Ah. Wie ich bin betäubt. Oh mein Gott. Ah, da war ein Kampf. Mal. So, looten. Ich bin indisch. Gobulflosse. Leider nichts abgetrennt. Wieder und wahrscheinlich nicht so einfach. Ein Kurupiko den Schnabel zu zauern. Das war ja schon schwer genug. Ah, schön. Ja, das war ein Abenteuer. War das jetzt auch lang genug, finde ich. Ich dachte, er tanzt jetzt hier unter Wasser. Din, 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 din. Schon wieder schimpfen. Keep rolling, rolling, rolling. Immer rollen, rollen, rollen. So, Forza-Objekte zurückgemacht. Okay. Ich habe noch welche Rationen, ne? Jetzt habe ich die immer alle verbraucht.
Haut, Stachel, 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 Knochen plus. Oh, die brauchte ich für irgendwas. Ah, schön. Tiefseetheater, Attentäter, Theater. So, damit ich nicht will, dass der Part jetzt noch länger wird, würde ich den Part jetzt gerne beenden. Also bitte keine Cutscenes und so. Danke. Würde ich sagen, ich beende Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.